Aktuell tanzt Lulu Leve in der 17. Staffel Let's Dance. Dabei hat die Sängerin immer wieder mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen, und diese haben offensichtlich etwas mit ihrer Schwester zu tun. Lulu Leve, großer Druck bei Let's Dance. An der Seite von Massimo Sinato, 43, tanzt sich Sängerin Lulu Leve, 32, aktuell in der 17. Staffel Let's Dance von Sendung zu Sendung. Und obwohl die 32-Jährige die Jury immer wieder von sich überzeugen kann, scheint sie unter einem großen Druck und vielen Selbstzweifeln zu leiden. Durch ihre Teilnahme an der TV-Show will sie aus dem Schatten ihrer großen Schwester Sarah Connor, 43, treten. Bereits in frühen Kinderjahren war die kleine Lulu in Musikvideos von Sarah Connor zu sehen und auch in der Reality-Show Sarah Mark in Love wurde die Sängerin damals ein fester Bestandteil. In einem Interview mit Gala offenbarte die 32-Jährige kürzlich über ihre Teilnahme bei Let's Dance. Ich wünsche mir natürlich, dass Zuschauer sehen, dass ich mehr bin als nur die kleine Schwester von Sarah Connor. Let's Dance. Massimo Sinato trifft wunden Punkt. 2008 brachte Lulu ihre erste eigene Musik raus. Dennoch blieb der Vergleich mit ihrer großen Schwester, der bei der Let's Dance-Kandidatin für großen Druck in jungen Jahren sorgte. Seitdem stand ich eigentlich immer im Schatten meiner Schwester. Vor allem jetzt, wo ich wieder Musik mache, kommt das hoch. Auch bei Let's Dance wird Lulu immer wieder mit ihren Selbstzweifeln konfrontiert. Dies bemerkte auch Tanzpartner Massimo, der die 32-Jährige beim Training auf ihre Situation ansprach. Er fragte seine Tanzpartnerin, Lulu, warum denkst du eigentlich immer, dass du nicht gut genug bist? Danach habe die Sängerin gemerkt, wie hart sie eigentlich zu sich selbst ist. Ob Lulu ihre Zweifel in Zukunft ablegen kann, bleibt abzuwarten.